willkommen zu meinem nächsten Clash of Clans Video auf Deutsch. Mein Name ist Maxwell und heute sind wir wieder auf meinem Rathaus 9 Account oder auf Deutsch eigentlich zum ersten Mal auf meinem Rathaus 9 Account und gucken uns so einen kleinen Krieg an, den wir gehabt haben in meinem aktuellen Clan Aragons Erben. Ich fange da mal so an, dass ich von unten nach oben gehe auf der Kriegskarte und so die besten Angriffe oder ein paar besondere Angriffe zeige. Als erstes haben wir hier unsere Nummer 14, die Zoe. Die greift die Nummer 12 an vom Gegner. Hat als erstes hier mal die Clanburg rausgelockt. Da ist ein Drache drin, ein Magier und ein Bogenschütze. Steht ziemlich Standard für so eine Rathaus 8 Clanburg. Macht sie sehr gut hier mit zwei Giftzaubern und den Magiern. Macht sie die Clanburg schön kaputt und damit ist dann der Weg frei für ihren Angriff. Govaho hat sie mitgebracht. Also ein Golem, ein paar Valkyren und ein paar Schweinreiter. Ihre Truppen sind gar nicht mal so ein hohes Level, aber sie ist auch noch ein neues Rathaus 8. Aber die Base, gegen die sie hier kämpft, die ist ja auch noch ziemlich low. Mauern hat dann nicht mal auf Maximum Level auf Rathaus 7 gemacht. Von daher geht das ganz gut. Das ist auch dann für die Valkyren gerade gut, weil die halt durch diese niedrigen Mauern halt sich so schnell durchkämpfen können und dann sich sehr gut in der Base bewegen können. Das ist für Valkyren immer ganz wichtig, dass sie so ein bisschen Platz haben. Also wenn so eine Base ganz viele Verzweigungen hat und ganz viele Segmente, dann sind Valkyren meistens nicht so gut. Aber hier hat sie eine Menge Platz gehabt, deswegen hat das auch super geklappt. Schweinereiter, die kamen ein bisschen später rein und ja, dann ist eigentlich ziemlich schnell alles kaputt gegangen. Kann man fast gar nicht kommentieren. So schnell hat sie das gemacht. Super Angriff und sogar noch zwei Nummern hoch angegriffen. Also tolle Geschichte. Dann gehen wir ein bisschen höher. Rathaus 8 Maximum Level hier. Unsere Nummer 9, der Hank gegen die 10 von denen. Versucht hier erstmal mit zwei Schweinereitern die Clanburg rauszulocken. Das klappt nicht so ganz. Da hat er nicht so richtig gut gescoutet. Passiert mal, klar. Aber das Gute ist, er kann halt improvisieren. Das heißt, er greift halt einfach dann an mit seinem Golem und dem König geht da jetzt rein und sagt sich, gut, dann machen wir halt unterwegs die Clan-Truppen platt. Da ist wieder ein Drache drin und wie es aussieht, wieder ein Magier und ein Bogenschütze auch noch mit dabei. Und der Barbarenkönig vom Gegner, den macht er auch noch gleich mit kaputt. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, immer wenn man das auch gleich noch mit erreichen kann mit seinem Kill-Squad, wo man erstmal so ein bisschen Platz machen will für die Schweine und auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Jetzt hat er aber immer noch keine Riesenbombe gefunden. Das ist ja so für so einen Schweinereiterangriff immer das Allertödlichste. Deswegen teilt er seine Schweinereiter sehr schön auf hier. Das macht er total gut, dass er die also verteilt. Nicht alle so auf einmal an einer Seite oder an einer Stelle gleich noch rein. Das ist super und er wird auch die Doppelriesenbombe hier gleich finden. Ist eine ganz gute Base. Und jetzt guckt mal, wie spät er seine Clanburg-Schweine hier erst setzt. Das war absolut notwendig, weil die Doppelriesenbombe hier, na, seht ihr jetzt da oben, zack, die macht auf jeden Fall ihre Arbeit und hat da ein paar Schweine platt gemacht. Aber dadurch, dass er sich halt noch Schweine aufgespart hat, was für diese Base hier ganz wichtig war, ist es dann am Ende doch ganz einfach. Und einfach 3 Sterne für den Hank, das hat er super gemacht und ganz guter Angriff, obwohl er halt da am Anfang so mit dem Scout, mit dem gucken, ob man die Clanburg locken kann oder nicht, das nicht so gut gemacht hat. Aber insgesamt super Ergebnis, 3 Sterne, kann man nicht meckern. Ne? Dann gehen wir ein bisschen höher aufs Rathaus 9 Level, da greife ich jetzt ausnahmsweise mal selber an. Fange hier an mit einem Babydrachen unten, der soll so ein bisschen den Weg freimachen für meine Königin. Kleiner Queen Walk ist geplant. Die Königin soll hier nach oben gehen, also nach links an der Stelle. Und der Drache, der macht so ein paar Gebäude hier weg. So 3, 4 Stück kann er sich meistens dann immer schnappen. Jetzt kommt er dann bald in die Nähe von der Luftverteidigung hier. Da wird er dann natürlich relativ schnell zugrunde gehen. Aber das macht nichts, weil man sieht, rechts ist alles weg. Hat er super gemacht. Die Königin hat jetzt, nachdem dieses Goldlager hier gleich kaputt ist, keine andere Möglichkeit, außer nach links oben zu gehen. Das halte ich auch mal ganz kurz an, dass ihr euch das angucken könnt. Na, der Bogenturm wird dann als nächstes kommen. Dann die Goldmine und so weiter und so fort. Von daher, das ist mir gleich so ins Auge gefallen, hat ganz gut funktioniert. Das geht immer gut mit diesem Babydrachen, wenn ihr nicht zu viele Bogentürme oder Luftverteidigung nah am Rand habt, an der Stelle, wo ihr den setzen wollt. Jetzt werde ich gleich noch die Clanburg rauslocken, obwohl die eigentlich nicht lockbar ist. Als hier der Mörser dann gleich, oder wenn der gleich fast down ist, dann setze ich da 2 Schweinereiter drauf. Und die werden dann hoffentlich Richtung der Luftverteidigung gehen. Und wenn einer die Luftverteidigung erreicht, dann ist das nah genug,
zack, und es hat geklappt, da die kleine Mucke rauszulocken. Die kommt jetzt natürlich. Deswegen schnell die beiden Giftzauber down, dass halt der Magier und der Bogenschütze auf jeden Fall sterben und der Drache verlangsamt wird in seiner Angriffsgeschwindigkeit. Musste hier die Fähigkeit der Königin auch noch zünden, weil der König noch gelebt hat, der Verteidigende. So haben wir den Drachen und den König weg, das ist schon mal gut. Jetzt kommt ein Riese hier rein und ein Magier oben, die sind ganz wichtig hier an der oberen Ecke, oder zwei Magier sogar. Die haben die andere Ecke vom, ja, von dem, ich sag mal, ich fällt das deutsche Wort gar nicht ein. Funnel sagt man auf Englisch, also ne, wo man seine Truppen halt in die richtige Richtung schicken will. Tunnel wäre wahrscheinlich das Wort auf Deutsch. Also man versucht mal so ein paar, Gebäude da wegzumachen, damit jetzt in dem Fall die Walküren hier in die richtige Richtung gehen. Dann habe ich zwei Sprungzauber, zwei Heilzauber. Erster Heilzauber ging sehr, sehr früh, ging ja runter schon. Das war auch wichtig, weil da kam ganz viel Damage auf die Walküren rein. Die verteidigen die Königin, Ex-Bogen, Teslas, Magierturm. Hat auch ganz gut geklappt an der Stelle. Die meisten Walküren haben es überlebt. Und dann habe ich noch sechs Schweinereiter, mit denen ich hier am Ende noch ein bisschen sauber machen kann. Die ja, sollen immer noch mal so ein bisschen ein paar Verteidigungsanlagen wegnehmen, die irgendwie so ein bisschen in der Ecke stehen oder in so einem Teil der Base stehen, wo meine Schweine nicht so richtig hinkommen. Und das ist, er hat auch hier gut geklappt. König zündet noch seine Fähigkeit. Und dann haben wir nur noch einen Bogenturm und eine Kanone haben wir über. Und wir haben sogar noch Heiler, also war am Ende relativ easy, wenn man sich das genau anguckt, dann geht das meistens ganz gut. Okay, als nächstes haben wir den King, unsere Nummer 4 gegen deren Nummer 4. Die Clanburg ist hier lockbar mit einfach einem Schweinereiter. Das ist immer nicht so gut, wenn das in eurer Base auch so ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall verändern, weil das macht es natürlich ziemlich einfach, die dann rauszuholen. Und dann im Endeffekt auch kaputt zu machen, natürlich, ohne dass sie halt irgendeinen großen Effekt hat. So, er hat die jetzt ein bisschen in die Ecke hier gezogen, dann kommen die beiden Golems rein. Hat er auch gut gemacht, dass die Clan-Truppen sich auf den Max-Level-Golem hier fokussieren. Ja, und er hat keinen Giftzauber, er hat sich für 4 Erdbeben entschieden, deswegen muss er jetzt ziemlich schnell dann dafür sorgen, dass die Magier den Drachen auch dann weghauen. Königin hätte er auch noch benutzen können. Und ja, hat super geklappt trotzdem, trotzdem er kein Gift gehabt hat. Der Weg, den er hier frei macht für seine Truppen, der ist gar nicht so breit diesmal, aber gerade so breit genug, damit das halt alles in die richtige Richtung geht hier. Wutzauber in der Mitte, da gehen die Walküren natürlich dann immer so richtig ab wie so ein Zäpfchen. Und jetzt benutzt er die Schweinereiter hier von der einen Seite. Ja, sprinkelt er die so langsam hier rein mit Gefühl mit Auge so ein bisschen, oh, da wollten wir gar nicht in die Richtung gerade. Und hat zwei Heilzauber noch übrig, wird er gar nicht beide brauchen. Einer hätte auch noch gereicht, aber er hat sie natürlich und einen würde er auch jetzt noch benutzen, hier unten in der Ecke, wo sich die ganzen Verteidigungen hier, wo die alle so eng zusammenstehen, da ist natürlich immer eine Menge Damage, die dann jetzt auf seine Schweine kommt, da will er natürlich ein bisschen entgegenwirken. Interessant auch, falls ihr es gesehen habt, die Bombenkette, die die eine Walküre hier eben ausgelöst hat an der linken Seite, ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, nochmal kurz zurückgehen, ganz witzig sah das aus. Und jetzt hat er nur noch eine Kanone übrig, die platt gemacht werden muss. Da ist noch eine Riesenbombe, das ist natürlich jetzt nochmal ein heikler Moment, da sind die Schweine alle fast down gewesen. Aber im Endeffekt reicht es natürlich aus, um auch hier 3 Sterne zu holen. Sehr gut gemacht vom King und ja, weitere 3 Sterne bis hierhin, also alles 3 Sterne. Sieht also sehr gut aus. Jetzt haben wir die Nummer 2. Unseren Gigatag, der geht rein hier gegen deren Nummer 2. Und Style Points habe ich auch auf Englisch schon gesagt. Die gehen auf jeden Fall an Gigatag in diesem Video hier, weil er hat gesehen, hier oben 2 Bogentürme, die stehen hier einsam und alleine rum. Auch noch Low Level, da hat er 2 Ballons sich mitgebracht, die jeweils platt machen. Jetzt kann es halt natürlich sein können, weil das war auch ein frischer Angriff hier, also er hatte keinen Scout vorher, dass da irgendwie Luftbomben gewesen wären, aber wenn man mal genau guckt, ist eigentlich gar nicht so richtig Platz dafür, deswegen hier zack, beide Bogentürme weg mit jeweils einer Bombe, hat er super gemacht, muss man auch erstmal sehen alles, von daher auf jeden Fall klasse Geschichte. Dann geht er jetzt hier unten rein mit 2 Golems, ein paar Magiern dahinter, die so ein bisschen natürlich die Gebäude ringsrum wegmachen und dann Walküren auf der einen Seite, König und Königin auf der anderen Seite, ein paar Riesen hat er auch noch mit dabei. Und dann geht es in die Mitte, Sprungzauber hier, 2 Eilzauber, die natürlich dafür sorgen sollen, dass die Walküren nicht lange rumstehen, sondern hier zack, zack, von Gebäude zu Gebäude ja, sich austoben.
Ein Frostzauber hat er dabei gehabt, um den Inferno-Turm da so ein bisschen lahmzulegen, natürlich, und auch die Clanburg, der Drache. Der ist natürlich immer so ein bisschen hart gegen die Walküren. Ja, da müssen Königin und Magier schnell in die Nähe kommen. Hat auch geklappt hier. Die Magier waren im Wutzauber noch drin und haben den Drachen hier fast gewonshottet. Das waren, glaube ich, 4 Stück auf einmal. Das geht dann auch schnell. Und ja, jetzt sieht man schon wieder viele Walküren noch über. Wenig Verteidigung, das sieht auch schon nach 3 Sterne aus. Gegen Rathaus 10er auf jeden Fall immer was Besonderes. Von daher super gemacht von Gigatech. Klasse Angriff. Das Witzige hier dran ist so ein bisschen, dass ein X-Bogen das letzte Gebäude ist, was down gehen wird. Hat man selten. Aber das steht hier so ein bisschen so in seiner eigenen Ecke drin. Ein ganz später Magier hier, falls ihr es gesehen habt, der noch ein bisschen hier auch mit sauber macht. Super Geschichte, auf jeden Fall Daumen hoch auch dafür an Gigatech. Hat er gut gemacht. Sonst kann man natürlich mal das Problem haben, dass die Zeit irgendwann abläuft und man dann deswegen keine 3 Sterne kriegt. Deswegen immer nochmal so einen Magier oder zwei am Ende haben. Das ist eine super Sache. So, jetzt Nummer 1 gegen Nummer 1. Unsere Nummer 1 Freeplay geht rein gegen deren Nummer 1. Auch hier mit zwei Golems, vielen Magiern, ein paar Wallbrechern und Walküren. Zwei Heilzauber, zwei Wutzauber hat er mit dabei. Hier gibt es zwei Inferno-Türme, die auf Single-Target, also auf Einzelziel hier gestellt sind. Das sind natürlich gegen Walküren, wenn man sich dagegen verteidigen möchte. Ja. Gelinde gesagt, bescheiden. Ist nicht so das Allerbeste. Wenn ihr ein Rathaus 10er seid, dann macht eure Inferno-Türme auf jeden Fall in der aktuellen Welt, so wie es jetzt gerade läuft, auf Multiziel, weil das ist einfach besser gegen Bowler, gegen Walküren, gegen alles, was euch irgendwie gefährlich werden kann. Weil ansonsten riskiert ihr nämlich dann damit auch irgendwie mal 3 Sterne vielleicht zu kassieren. Das kann halt immer mal sein. Und hier sehen wir auch schon wieder, das sieht schon wieder richtig gut aus. Wir sind auf dem Weg zum perfekten Krieg, weil unterhalb, das habt ihr ja gesehen, da haben wir alles platt gemacht bisher. Von daher, Freeplay ist der Letzte, der es noch hier reißen muss. Klappt also total super. Und das wirklich Verrückte an dem Krieg hier war, das haben wir irgendwie, wir waren fertig, ich weiß ja nicht, ich habe das glaube ich noch gescreenshottet, ich gucke mal, ob ich das nochmal finde, nach 6,5 Stunden oder so. Da hatten wir 45 Sterne und die Geschichte war vorbei, ihr werdet es gleich sehen, nachdem Freeplay hier fertig ist, der hat nur noch ein bisschen Cleanup übrig. Beide Helden haben natürlich noch ihre Fähigkeiten hier und da ist natürlich ein Bogenturm und eine Kanone nicht in der Lage, ihn dann aufzuhalten. Und ja, jetzt zündet er die noch und dann ein Armeelager hier noch auf der anderen Seite, was noch weggemacht werden muss. Und das war's. Und dann gucken wir uns die Kriegskarte an. Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. 15 gegen 15 haben wir ja gespielt. Und wenn wir jetzt schauen hier, ja, 45 Sterne. Unsere Gegner haben 35 geschafft. Ist auch nicht so schlecht, aber hat halt nicht gereicht an der Stelle. Die hatten auch, muss man auch dazu sagen, im Schnitt so relativ schwache Bases schon nicht so doll abgegradet. Von daher, ganz so schwer war es auch nicht. Ging, wie gesagt, sehr, sehr fix. Trotzdem perfekter Krieg, immer eine super Sache, haben wir uns riesig auch drüber gefreut. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mich das wissen, wenn das so war. Gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt vielleicht sogar noch einen Kommentar. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Und ja, bis zum nächsten deutschen Video würde ich sagen, sehen wir uns später. Bis dann, ciao.